Ich habe da mal ein Zuspielertraining von dir aufgezeichnet, wo du mit einer Gruppe an der Wand übst. Das waren, glaube ich, 4, 5 Spielerinnen. Da sollten die für einen kleinen Zeitraum Bälle einfach aus sehr, sehr kurzer Distanz an die Wand pritschen, haben aber alle unterschiedliche Bälle gehabt. Ein Ball war kleiner, einer war größer, vielleicht einer war schwerer. Wie wichtig ist dir das, mit solchen unterschiedlichen Bällen zu trainieren? Ja, das ist mir sehr wichtig, dass wir einfach ein bisschen lernen zu differenzieren, gerade für die Zuspieler den Krafteinsatz zu steuern. Zum Beispiel auch, dass wir mit verschiedenen Größen von den Bällen trainieren, hängt einfach da zusammen, ich will, dass die Finger am Ball sind. Und deswegen, wenn es mal ein großer Ball ist, dann ist es ein Basketball vielleicht. Ja, dann sind leichter alle Finger am Ball. Ich will nicht, dass meine Spieler hier pritschen, sondern hier. Und deswegen dann auch mein kleiner Ball, dass die Hände nah zusammen müssen. Und es geht auch einfach um das Gefühl von dem Ball, das Gefühl, den Ball mit den Fingern spüren und aus dem Handgelenk spielen. Und da arbeite ich also bis in alle Teams mit verschiedenen Bällen. Am wichtigsten sind mir da der Volleyball, der Basketball und diese 400 Gramm Zuspielerbälle. Und da gibt es eigentlich tatsächlich in jedem Training, wo ich jetzt mit der zweiten Liga hatte, wird diese Tüte mitgebracht. Und dann können die Zuspieler entweder selbstständig nehmen sich die Bälle im Aufwärmteil. Oder ich sage dann, okay, 2 Minuten zum Warmmachen und dann gehen wir ans Netz und spielen Pässe. Aber das finde ich sehr wichtig.